mehr als 300 Teilnehmern ist die Berlin-Brandenburgische Seniorenmeisterschaft das größte Tennisturnier seiner Art in Deutschland. In insgesamt 14 Altersklassen werden an 8 Turniertagen die Verbandsmeister ermittelt. Am Finaltag stehen also jede Menge Entscheidungen auf den Plätzen des BSV 1892 an. Senior ist man im Tennis übrigens bereits mit 30 Jahren. Aber auch in der Altersklasse 80 plus wird noch mit Elan und Ehrgeiz gespielt. Wenn Carsten Keller auf Ralf Bruse trifft, stehen 163 Jahre Tenniserfahrung auf dem Platz. Dabei war Kellers Sport ursprünglich Hockey. 1972 gewann er in München olympisches Gold mit der Mannschaft der Bundesrepublik. Im Tennis muss er sich heute aber dem 3 Jahre älteren Ralf Bruse geschlagen geben. Wenn auch denkbar knapp im Match-Tiebreak. Ich habe dann in Master-Tiebreak konzentriert gespielt, bin dauernd in Führung gegangen und habe es dann 10-7, Gott sei Dank, gewonnen. Bei den Damen ist das Feld ebenfalls hochkarätig besetzt. Im Finale der Altersklasse über 60 stehen sich die mehrfachen deutschen Meisterinnen Susanne Bösser und Karin Dibner gegenüber. Auch hier muss der Match-Tiebreak entscheiden. Am Ende hat Bösser die besseren Nerven und holt sich mit 6-4, 4-6 und 10-5 den Titel vor ihrer Vereinskameradin vom TC 1899 Blau-Weiß. Ja, und die Siegerin Susanne Bösser, meinen herzlichen Glückwunsch. Je jünger die Spieler, umso härter die Aufschläge. Das wird schnell klar, wenn sich auf dem Center Court die Herren über 30 die Ehre geben. Aber auch eine Altersklasse höher ist noch ordentlich Druck hinterm Schläger. Im Nord-Süd-Duell zwischen dem Reinickendorfer John Lambrecht und Björn Maas aus Langwitz geht der erste Satz mit 6-2 überraschend deutlich an Lambrecht. Doch Maas kämpft sich zurück ins Spiel. Er zwingt den Tiebreak im zweiten Satz, muss dann aber seinem aufwendigen Spiel bei fast 30 Grad Tribut zollen. Der Titel bei den Herren über 40 geht an John Lambrecht vom SV Reinickendorf. Also ist echt ein klasse Turnier, jedes Jahr wieder hier bei den Verbandsmeisterschaften dabei sein zu können und zu dürfen. War auch ein gutes Teilnehmerfeld. Wir hatten Glück irgendwie, dass das Wetter auch mitgespielt hat, also sind super durchgekommen und es macht natürlich irre Spaß als Hobbyspieler, als wirklicher reiner Amateurspieler hier vor Kulisse zu spielen und wenn die Leute mitfiebern und einen anfeuern, das ist natürlich das, weshalb man so ein Hobby auch macht. Und deshalb werden sicher auch im nächsten Jahr die Berliner und Brandenburger Tennisfreunde zahlreich kommen, wenn zur Verbandsmeisterschaft geladen wird beim BSV 1892 in Wilmersdorf. Ja.